Hallo und herzlich willkommen oder Mägowannen, wie man auf Elbisch sagt, zu Der Herr der Ringe Krieg im Norden mit dem unvergleichlichen Shorty McShort. Hallo. Und dem elfischen Agro-Zwerg. Ja. Zwergisch. Hallo. Und es war eine ganz eindeutige Provokation. Ich erkenne sie. Tja, ich provoziere nicht ohne Grund. Wie jeder weiß, gibt es in Herr der Ringe natürlich keine Elfen. Das ist sehr wichtig. Muss man wissen. Jetzt. Ansonsten kann man dem Let's Play hier auch gar nicht folgen. Hört mal auf zu klugscheißen. Ja, ist ja gut. Was ist denn jetzt eigentlich los? Wir spielen mal zu dritt zusammen. Und das Ganze wird aufgenommen vom Akkro-Zwerg. Ihr werdet das alles aus seiner Sicht sehen. Aber da wir uns ja hier in diesem Spiel immer am selben Ort aufhalten, bekommt ihr trotzdem alles mit. Aber trotzdem bei Beschwerden über die Aufnahme einfach an Akkro-Zwerg schreiben, sagen, das war scheiße und so weiter. Ja, wir müssen vielleicht noch sagen, warum wir ihn ausgewählt haben. Also Agro-Zwerg spielt den Zwerg, wie der Name schon sagt, und er muss quasi immer zu uns hinaufsehen. Ja, danke, er blickt wunderbar. Nach oben auf. Und deswegen haben wir gedacht, er ist der richtige Mann dafür. Bin das ein stimmt. Stolzer Zwerg mit einer durchschnittlichen Größe von 1,50. Wenn du das sagst. Pass mal auf, dass dir nicht das Bein amputiert wird jetzt dann. Wow, 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 jetzt aber genug des Trash-Talks. Die Leute wollen noch mal wissen, worum es hier in dem Spiel geht. Und das erklärt uns gleich, sobald ich auf Start klicke, Gandalf der Graue. Viel Spaß. Gandalf! Viele Lieder wurden schon vom großen Ringkrieg gesungen und viele Geschichten erzählt. Die Namen von Helden wie Gandalf dem Grauen, Aragorn, dem König, und Frodo, dem Ringträger, werden in großen Ehren gehalten. Zu Recht. Doch Saurons Arm reichte viel weiter als nur bis Gondor und Rohan. Und seine Truppen hätten im Norden Mittelerdes viel Unheil angerichtet, wenn sich ihm nicht eine Handvoll Helden in den Weg gestellt hätte. Auch deren Geschichten verdienen es, erzählt zu werden. Eine dieser Geschichten beginnt hier, in der kleinen und ruhigen Stadt Bree. Ein paar Tage nur, bevor Frodo auf seiner Reise hier eintraf. Aragorn. Irradon, sei gegrüßt. Du in Begleitung eines Elben aus Bruchtal und eines Zwerges vom Erebor. Ein ungleiches Trio, das da durch die Türen des tänzelnden Ponys kommt. Du kommst sicher von der Sarnfurt. Hast du Nachricht von Halbarad? Ja, schlimme Nachrichten. Das habe ich befürchtet. Schnell, erzählt mir, was passiert ist, aber sprecht leise. Wir könnten belauscht werden, selbst hier in Bree. Vor 3 Tagen wurden die Wachen an der Sarnfurt von 9 schwarzen Reitern angegriffen. Seid standhaft, Reitläufer! Wir wurden besiegt und der Feind zog ins Auenland. Das ist schlimmer, als ich mir vorgestellt habe. Ich kenne diese Reiter. Sie kommen aus Mordor. Unser Volk hat keine Chance gegen diese 9 zusammen. Wie hoch waren unsere Verluste? Sehr schlimm. Wir versuchten standzuhalten, doch sie waren umgeben von einer Aura des Bösen. Es gibt noch etwas. Die schwarzen Reiter trafen sich mit einem Verbündeten, einem Mann voller Bosheit und großer Macht. Agendar. Wie unser Meister es befohlen hat, habe ich die Orks der Berge aufgehetzt. Und in diesem Moment ziehe ich in den Ruinen von Fornost eine Streitmacht zusammen. Kehre sofort zurück und bereite deine Truppen vor.
Wir werden sie bald brauchen. Meine Orks sind bereit. Diese Lande haben schon zu lange in Frieden gelebt. Schon bald werden sie dem Zorn des dunklen Herrschers anheimfallen. Wenn dieser Agandar eine Streitmacht in Fornost versammelt hat, dann wird unsere Lage umso verzweifelter. Aber warum solche Streitkräfte gegen die friedlichen Halblinge? Der Feind kann sie doch nicht als Bedrohung ansehen. So viel will ich euch verraten. Ein Hobbit aus dem Auenland soll mit einer großen Bürde auf dem Weg hierher sein. Wenn dieser Hobbit dem Feind in die Hände fällt, sind wir alle dem Untergang geweiht. Ja, so seltsam es auch erscheinen mag. Jetzt streunt dieser Hobbit durch die Gegend, umgeben von Feinden. Ich muss ihn finden, bevor sie es tun. Und ihr müsst mir helfen, ihn zu beschützen. Du bist mein Hauptmann. Ich werde mit Freuden tun, was du befiehlst. Ja, ich bin jetzt ebenfalls Teil davon. Dann sind wir drei uns einig. Wie können wir helfen? Wir müssen die Bedrohung durch den Feind, der sich in Fornost versammelt hat, verringern. Reist dorthin und tut, was in eurer Macht steht, um das Auge des Feindes auf euch und weg vom Auenland zu lenken. Vielleicht finden wir Hilfe bei diesem Auftrag. Eladan und Elrohir waren im Norden, als ich zuletzt von ihnen hörte. Eine Ansammlung von Feinden wäre ihnen gewiss aufgefallen. Gut, es gibt keine besseren Verbündeten als die Söhne Elronds. Ich hoffe, wir treffen uns. Aber mit oder ohne Hilfe, der Feind wird alle Hände voll zu tun haben. Dafür werden wir sorgen. Ja. Gut. Ich bin sprachlos. Faszinierend. Ich habe eigentlich gedacht, die hören gar nicht mehr auf zu reden. Ich habe es mir auch gedacht. Ich habe nicht gewusst, dass das so lang ist. Ja, also ich wusste noch, da war ein Intro, aber das ist, ich hätte gedacht, ja, irgendwie so ein bisschen allgemeiner. Es ist sehr präzise. Also jetzt. Irgendwie anscheinend dieser Hobbit, der Frodo. Was weiß ich? Ich weiß auch nicht. Hat nichts mit Hobos zu tun. Also ja, die bringen nicht auf Züge Reiter, auf. Ich verstehe das nicht. So, und weil wir jetzt eine wichtige Mission haben und in die Wildnis gehen. Reden wir mit dem Hobbit da. Gehe ich erstmal vor den Spiegel und verändere ein bisschen mein Erscheinungsbild. Immerhin sind wir hier in einem Rollenspiel. Nee. Das habe ich gar nicht gewusst. Ihr könnt jetzt natürlich auf unserem Kanal, wenn wir aufnehmen würden, sehen, wie der Zwerg da apathisch irgendwie einfach dasteht und nicht mehr weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll. Aber anscheinend, machen wir das jetzt alle? Okay. Ja, wir machen das jetzt alle. Kann ja währenddessen irgendwas erzählen. Ich bewege mich noch weiter weg. Ich verstehe es auch irgendwie gerade gar nicht. Oh Gott. Habe ich hübsche Haare? Oh ja. Ich hab die Haare schön. Ach Gott, nee. Ich hab auch die Möpse schön. Oh. Klassiker. So, wir machen hier mal so einen schönen Captain Janeway-Dude. Ich bin mir gar nicht sicher. Also, irgendwie bin ich so ein bisschen... Oh Gott, ja, soll ich... Ein Zwerg schaut immer gut aus. Einfach einen Bart reinklatschen, dann passt das schon. Vielleicht mache ich einfach so einen Blondie. So. Ja, was für einen Bart? Das ist gar nicht so leicht. Den da oder den? Der sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, ein paar Zöpfe sollten schon drin sein. Ich überlege auch gerade, was für ein Bart. Oh, Haarfarbe. Blonder Zwerg, nee. Ein Schnauzer, natürlich. So ein Graubart. Das gefällt mir so. Ja. Das ist eigentlich relativ egal, weil wenn man dann irgendwie Helme oder sowas auf hat, sieht man es eigentlich nicht mehr, aber naja. Ja, das kennt man ja aus Sampling-Spielen. Da ist ja Skyrim ganz schlimm. Da tust du ewig lang im Anfangsbildschirm rum, ja. Weil du alles, wenn dann kannst einfach alles und dann ziehst zum Schluss eine Kapuze oder einen Helm auf. Und selbst wenn nicht, wer schaut denn schon immer in sein Gesicht? Ich wollte gerade sagen, man sieht sich eh hauptsächlich von hinten so. So, ich bin soweit. Ich muss noch meinen Obdachlosen fertig erstellen. Ach herrje. Hat der keine grauen Haare? Ich kann hier mit Rowley Apfelbaum sprechen. So, das wird schon ein bisschen. Hallo. Oh, hallo. Können wir eigentlich alle mit dem reden oder? Ich bin noch nicht fertig. Ja. Kein Schaut leider nicht so obdachlos auf, wie ich das Game gehabt hätte. Du siehst leider nicht so abgefuckt. Sieh dich immer noch ganz normal.
Ja, das würde erst geändert, oh, nein, wenn ich hier fertig bin, denke ich mal. Wirklich. Es ist nur... Akkozek okay. Schaut auch ja, irgendwie so aus, wie als wäre er aus den letzten Minen von Moria gekommen. Charakter vollständig auch. Akzeptieren. Ach, herrje. Ja, jetzt aus. Warum gehst Alt. Du nicht gleich als Aragorn? Oh, das hört sich für mich nach Ärger an. Wer ist die Glückliche? In Idona Glockenblume. Diese Kritik nehme ich zu Herzen. Und mach mir jetzt einen Schnurrbart. Ich habe immer gedacht, wir wären für bestimmt. Schaut schön aus. Aus mir wird ich hätte auch werden. Gern einen Schnurrbart. Er beabsichtigt, sie mit dem Schmied aus. Buschwald zu verheiraten. Oh ja, geht so. Wie Aragons Onkel, der immer ja. Zu viel Zeit im Kinderchor verbracht hat. Aber was ist mit dem Mädchen? Was? Ja, was hat er mit den Kindern gemacht? Das ist es ja, ich bin mir nicht sicher. Weiß es nicht. Als kannst du mal Outlaws 2 schauen, dann weißt du, was er gemacht hat. Das ist damals alles ein Spiel gewesen. Dann sind wir älter geworden. Und na gut, sprechen hier mal mit Herrn Apfelbaum. Ich glaube, das können wir gar nicht gemeinsam. Ja, dann machen wir gemeinsam. Ja, hast du schon draufgeklickt? Bei den Hauptmissionen geht es schon, aber bei diesen Einzelmissionen, das ist ja bloß, ich glaube, das ist ja bloß so eine Nebenmission. Da geht es irgendwie um so eine Liebesgeschichte. Der Typ da, ich glaube, wir müssen jetzt, was müssen wir machen? Ja, wollen wir so Nebenquests auch ja, so machen schon, oder? Ja, natürlich, es ist ja, es gibt ja kaum solche Nebenquests, ehrlich. Soweit Sie ich her? Weiß. Also es ist eigentlich ziemlich schön an der Hauptstory entlang gefädelt. Aber die Kette ist okay. Kaputt. Und Elmut, der Schmied, ist der Einzige in der Stadt, der sie reparieren kann. Wenn ich sie ihm bringe, wird er bestimmt misstrauisch werden und mich abweisen. Idona Glockenblume. Ich bringe es zu ihm. Ja, das könnte klappen. Elmund würde nie einem Fremden also ich für meinen Teil tue das Kristallset nicht etwas. Alles durchlesen. Idonas Vater behält seine Tochter das ist am wichtigsten, dass es und könnte keinen Moment allein mit ihr. Beim Kanal sind schon. Bei der Aufnahme von Akkozek drauf ist. Mir. Ich sorge dafür, dass sie erfährt, was du empfindest. Ach so, redest du nicht mit ja, ihm? Doch schon. Ja, das ist aber irgendwie immer interessant, dass immer zwei von den drei Antworten ja, genau. In den Sinn. Und ich muss weiter, Antwort. Ich muss weiter, ich habe keine Zeit. Normalerweise kann man ja sonst immer mit zwei Antworten entweder nett weiterfragen oder irgendwie schon gut. Ein bisschen bösartiger weiterfragen, aber der hat irgendwie anscheinend echt keinen Bock drauf. Wenn du mit ihr gesprochen hast, kannst du zurückkommen und mir erzählen, was sie gesagt hat? Ich muss es einfach wissen. Sogar bei der letzten Antwort so, ja, ich helfe ihm, ja. Und dann bei Nein. der letzten so, ich komme wieder oder das wird langsam kompliziert. Ich habe dafür keine Zeit. Nee, ich bin Kein noch nett, ich aber ich lasse natürlich dann bald auch mal die Feministin raushängen. Was eigentlich vollkommen egal ist, weil so, jetzt man haben wir das Medaillon. So, Laufzwergchen. Das ist eigentlich so gemein. Außerdem roll ich mich lieber. Ich bin der rollende Zwerg. Hui. Ha. Wie konnte man hier nochmal rollen? Ach ja. Leertaste. Ja, man kann ja nicht springen. Was soll denn das? Zwerge meiner Schmiede. Ich bin überrascht. Ich habe oft gesehen, wie deine Leute die Nase über meine Arbeit gerümpft haben. Ich bin raus zu dem Schmied. Moment, bei mir blinkt da noch was. Metallverarbeitung geht. Was kann ich für dich tun? Hast du vielleicht einen Pony, das ein Eisen verloren hat? Ich habe gerade irgendwo drauf geklickt. Gebt acht, was sie sagt. Bree hat viele Ohren. Genau, ich habe anscheinend irgendwie fremde Leute an dem Tisch blöd das angemacht. Was ich halt auch sonst noch. Sieht aus wie etwas, das in dieser Gegend angefertigt wurde. Vielleicht damals, zu den Zeiten meines Alten. Ja, jetzt wäre natürlich wieder in der Schmiede. Ich möchte es reparieren lassen. Da war ich auch gerade, hab das Medaillon reparieren. Reparieren lassen. Ich habe mich nur gewundert. Ja, Leute, ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Ja, das ist zugehört. Ist er jetzt oh Gott, er rollt die ganze Zeit hinter mir rum. Und die ganze Zeit... immer dieses Gestöhne hier. Also wirklich. Aber wir hier so rumrollen. Reden. Oh Gott. Lass die Eier wachsen. Oh, da glänzt das. Benötige Reparaturen und dann? Scheint er größer, viel größer. Hab ich denn das Medaillon? Ich hab das gar nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, hast aber du mit ich glaube, diese Audio-Files, die passen irgendwie nicht so ganz. Na ja gut, bei mir hat im Intro ein bisschen der Aragorn mal geredet und ewig lang seinen Mund noch weiter bewegt. Ja, nein, das meine ich nicht. Ich meine, mein Zwerg sagt da die ganze Zeit irgendwelche Phrasen. Da zum Beispiel stellt er sich davor... vor diese Kiste hin, sagt, wie kann man in einer Stadt leben, in der es immer regnet, also als Untertitel und als
Text, was er halt sagt, als Audio, kommt dann raus, größer, noch viel größer. Das ergibt einfach keinen Sinn. Okay. Also jetzt, Leute, mal ganz ehrlich, ich muss zu Idona Glockenblume. Wo sind die? Ja, die ist hier oben an der Straße. Dann habe ich es anscheinend repariert, ohne es zu merken. Ja, hat wahrscheinlich einer von uns repariert und das zählt für dich auch. Ach so, zählt alles zusammen. Mhm. Okay. Ich habe hier was für dich, Mädchen. Es kommt von Rovli Apfelbaum. Ein Geschenk? Von Rovli? Aber ich dachte, Rovli? Dass er... Ja, hat mir auch gerade gedacht. Unerwartet. Was ist es denn? Das Medaillon seiner Mutter. Ein hübsches Ding noch dazu. Oh, das ist wunderschön. Aber ich verstehe nicht ganz. Warum schenkt er mir das jetzt? Weil er in dich verliebt ist, Mädchen. Er wollte, dass ich dir das sage. Rovli liebt mich? Immer noch? Wir standen uns so nah, als wir noch Kinder waren, aber ich dachte, das hätte er alles vergessen. Vergessen? Oh nein! Du hättest mal sehen sollen, wie er gezittert und geschlottert hat. Es war schon fast peinlich, ehrlich. Aber das sind wundervolle Nachrichten. Wundervoll. Na gut, jetzt müssen wir also zurück zu Rovli und ihm sagen, ich komme hier nicht mehr raus. Nee, das sagen wir ihm nicht, aber ich bin hier gefangen. Geh mal weg. Was soll ich ihm von dir aus? Ich komme nicht mehr raus. Oh, sag ihm bitte, dass ich, also ich bin zwischen Glockenblumen und Zwergen gefangen. Ja. Nachdem ich ein paar Gespräche gesehen habe hier, ich richte es ihm. Mein Schnauzer einfach toll. So. Ja. Macht was hier. Ha! Ist aber auch ein Sauwetter hier. Das sag ich doch. Wollte ich vorher schon sagen. Sag ich doch. It's raining now. Halleluja. Achso. Du bist zurück? Hast du mit Jona gesprochen? Was hat sie gesagt? Das war ja gar nicht der hässliche Hobbit. Und er stöhnt wieder rum. Hört auf damit, bitte, so bitte. Wunderbar. Ich kann dir gar nicht genug danken, mein Freund. Ich... Aber warte mal. Das habe ich total vergessen. Elmund muss dir etwas für die Reparatur berechnet haben. Dafür und für deine Mühen bin ich dir noch etwas schuldig. Hier, nimm alles, was ich habe. Ich wünschte, es wäre mehr. Ja, für den Aufwand nehme ich das jetzt. Viel Glück euch beiden. Also wirklich, dann soll ich ihm das auch noch schenken. Puh. Und 50 Silber, das ist ja nix. Ich kann nie mit dem Hobbit hier reden. Natürlich kann ich. Ich kann nicht mit dem reden. Wieso nicht? Weil sich unser Eins nicht mit Hobbits unterhält. Spreche mit Tedder Heckenrose. Was haben wir denn wirklich so, ich kann nicht mit dem reden. Tedder Heckenrose steht doch bei dir nicht. Nein, dann machen wir das auch nicht, oder? Es wird ein bisschen Geld für dich dabei. Ich kann hier hinten mit jemandem reden. Ach, das ist doch bloß ein Glücksspiel, oder? Es schaut aus, als wollte der irgendwie ein Glücksspiel machen. Da habe ich keine Lust zu. Der hat doch so ein Rätselquiz. Wisst ihr das nicht mehr? Nee. Das ist so ein Rätselheini. Und der stellt dir ein Rätsel. Da kannst du wetten und wenn du das Rätsel, keine Ahnung, einem kleinen harmlosen Zeitvertrag löst, dann kriegst du Geld. Probier's doch mal aus. Probier's mal aus. Na, nichts weiter als ein simples Ratespiel, das ist alles. Hab ich überhaupt Geld? Ich liebe gute Ratespielchen. Aber hier in der Stadt kenne ich schon alle meine Rätsel. Aber ich schätze, dich kann ich noch verblüffen. Du hast da was von Geld. Wahrscheinlich blamiere ich mich jetzt dann gleich. Das ist ganz leicht. Du setzt etwas Geld ein und ich stelle dir ein Rätsel. Wenn du schnell genug die richtige Antwort gibst, verdopple ich dein Geld. Wenn du dich irrst, gehen die Münzen an mich. Was hältst du davon? Okay, frag schon. Na gut, stell dein Rätsel. Erstmal musst du deinen Einsatz machen. Um wie viel willst du wetten? Denk dran, du hast die Chance, es zu verdoppeln, wenn du schon mal 10 Silberstücke. Aber vergiss nicht, du musst schnell antworten. Also ich habe 50 gesetzt. Viel Zeit, wenn es um richtiges Geld geht. Das haben wir gerade erst gewonnen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Ja, lass mal dein Rätsel hören. Okay. Was ist so empfindlich, dass allein die Erwähnung ihres Namens sie brechen kann? Ah, stimmt genau, ein kluges Köpfchen. Gibst du mir eine Chance, es zurückzugewinnen? Was hältst du von noch einer Runde? Doppelt oder nichts? Ja, doppelt oder nichts. Los. Doppelt oder nichts soll es sein. Dann lass mal hier. Mein Leben lässt sich in Stunden bemessen. Ich lebe von Luft und werde selbst gefressen. Weg sterbe ich langsam und dünn geschwind. Mein Feind ist der Wind. Auch das muss hier erwähnt werden. Was bin ich? Das ist auch offensichtlich. Oder? Eine Wolke.
Nein! Das Eisen. Das ist auch eine Wolke, oder? Sieht aus, als würde ich reicher. Niemand da, der fragt ja ewig lang, doppelt oder nicht, jetzt hör ich mal auf. Ich habe mir gerade gedacht, dass... Ich habe übrigens mal anscheinend andere Fragen bekommen. Aber als Kerze wird man ja nicht dünner, sondern breiter, weil die laufen ja dann normalerweise nach unten oder so. Eine Kerze wird nicht dünner, sondern kleiner, oder? Habe ich irgendwas überlesen? Ich will noch eine Chance. Ich werde jetzt süchtig. Ja komm, lass gut sein. Wir wollen ja auch mal mit irgendwelchen Leuten auf die Schnauze hauen. Wie lange nehmen wir denn schon auf überhaupt? Weiß das jemand? Ja, so knapp 20 Minuten. Ja, komm, dann jetzt auf. Ab in den Regen. Was ich eigentlich wirklich schön finde, ist diese Animation vom Nasswerden. Also die Charaktere werden halt auch wirklich nass. Man sieht so den Regen richtig schön an der Kleidung abperlen. Wirklich nett gemacht eigentlich. Schön. Toll. Werde ich bei mir noch abstellen müssen, wenn mein Computer so heiß wird. weiter. Ach, aber wir sind im Bree und jetzt nach Vornost, oder? Vornost. Genau. Hier hinreisen. Das kannst eh nur du auswählen als Host. Ja, natürlich. Deswegen heißt der auch von Host. Gag des Tages. Ja, auf jeden Fall. Klar. Wahrscheinlich, wenn ich mir die Aufnahme jetzt dann nochmal ansehe, denke ich mir wirklich so, was war denn das für ein blödes Rätsel und warum habe ich das Wolke genommen? Ah, also die Elfen sieht keine Feinde, der andere sieht die Feinde sofort. Ja, jetzt hör doch mal. Bei mir hat der Zwerg so geschrien irgendwie gerade. Ja. Bei mir auch, aber irgendwie schwach. Er ist halt aggro. ach, ich kann schießen. Das ist ja toll. Die halten aber auch viel aus, oder? Ja, man muss jetzt auch dazu sagen, wir haben jetzt da ein ganz frisches Spiel auf Normal begonnen. Normal ist ja auch der schwierigste Schwierigkeitsgrad. Den man einfach so starten kann. Weil das Spiel basiert eben darauf, dass man das Ganze halt öfters durchspielt. Und dann kann man halt immer einen schwierigeren Schwierigkeitsgrad auswählen. Aber behält halt die Items vom letzten Schwierigkeitsgrad. Das heißt, man spielt es einmal durch und hat dann, keine Ahnung, schon eine relativ gute Rüstung. Ach so? Und startet halt dann mit dieser Rüstung ein neues Spiel. Kisten zerdeppern. Ja! Okay. Bist du fertig? Ja. Ich hab das paar Kisten zerdeppern. Komm doch mal her hier. Ich komm ja schon. Oh mein Gott. Es sind Orks. Toten kommen näher! Ich mach das. Er ist tot. Erstmal Kissen zerdeppern. Der Feind kommt über uns. Danke, endlich ist er tot. Ich sollte doch vielleicht noch meine Lebensanzeige schauen. Schön geköpft. Oh, Bolzen. Moment, Heilung. Okay. Was auch immer sehr wichtig ist, ist, dass man sich dann, wenn man mal die ganzen Gegnerwellen besiegt hat, dass man sich dann das Ganze mal nochmal ansieht. Weil sonst verpasst man meistens irgendwelche versteckten Kisten oder solche Sachen. Ja, ich glaube, da hinten ist sogar eine Kiste. Ich glaube, hier im Anfangsgebiet sind sogar mehrere. Ich bin fertig. Ich bin noch gar nicht fertig. In der Kiste ist noch. In der Kiste ist noch was für einen Zwerg, glaube ich. Ein Hammer. Ich gehe mal stark davon aus, dass der für einen Zwerg ist. Aber ich glaube, man hat pro Charakter, der mitspielt, eigene Inhalte in die Kisten. Also. Ach so. Du kannst dann die Sachen, die du da gelootet hast, kannst du dann mir schicken. Soweit ich weiß. Also? Ja. Also? Ja. Also soll ich jetzt quasi. Willst du nicht nochmal selber schauen? Ja, ich kann gern nochmal selber schauen. Ich glaube, jetzt sind eh alle Gegnerwellen weg, oder? Schauen wir genau, doch was ich brauchte. Und was auch.
wirklich nicht schlecht ist, ist, wenn man diese Kisten zerdeppert, weil da halt meistens dann irgendwie entweder Munition drin ist oder Tränke. Oh, und Pluginski, ich habe gehört, du hast gerade Kräuter aufgenommen. Das ist richtig. Aber ich finde es nicht gut, dass... Ah! Okay, das war gerade irgendwie... Ey, da ist eine Truhe. Schau mal da rein, ob jetzt da mehr drin ist als bei mir. Ein Schild des Jägers, eine Rüstung des alten... Aus dem alten... Punkt, 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 goldener Teller. Da ist da was ganz anderes drin. Ja, sag ich ja, da ist was anderes drin bei mir. Also man sollte immer alles nehmen. Ich habe auch was gefunden. Ich glaube, da hinten ist auch noch mal was. Das werde ich nehmen. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Man muss sich da immer alles ansehen. Schau hier hinten. Fluginski, komm halt wieder zurück. Wir müssen hier noch ein bisschen looten. Du auch. Zu spät. Bin schon runtergefallen. Das ist, also, ich will jetzt echt nichts sagen, aber das ist so typisch. Es ist so typisch. Ja, keine Ahnung. Ich halte mich halt nicht mit so einem Quatsch auf. Runter. Hui. Komm mal her. Shorty, hast du jetzt die Kiste ja hinten auch nicht geöffnet? Ich habe schon alles geplündert, was geht. Okay. Hab so viel geplündert, das weißt du gar nicht. Ich plündere jetzt trotzdem noch weiter. Ist mir jetzt egal, was ihr macht. Ist ja unfassbar. Warte mal, bleib mal stehen, weil sonst haben wir das nicht auf der Aufnahme drauf. Ich schaue mich ja nur um. Hier sind im Anfangsgebiet eh gleich drei Kisten, ist eigentlich eine Seltenheit. Ja, falsche Taste. Muss ja auch mal hin mit der Steuerung erstmal zurechtkommen. Ich glaube, hier ging es auch nochmal hoch. Mein Inventar. Eine vierte Kiste. Sieh dir das mal an. Vier Kisten. Und hier haben wir sogar noch. Ja, sehr schön. Sowas können nämlich nur Zwerge. Und ihr verpasst's jetzt. Hahaha. Was? Die Wand aufbrechen. Ja, und haben wir doch dann auf der Aufnahme. Ja, na und? Aber da ist eine goldene Kiste. In der goldenen Kiste sind immer besonders tolle Sachen drin. Ich habe schon neue Schuhe. Mein Leben ist komplett. Ja. Okay. Oh, hier und leveln muss man hier auch. Es ist ja unfassbar, was man alles machen kann. Ja, oh, die dicke Elbin ist hier runtergefallen. Oh, da will mich jemand schlagen. Achtung da unten! Vielleicht sollten wir auch mal überlegen, wie wir skillen und so. Weil es gibt ja verschiedene Dinge, Spezialisierungen. Piu! Ja, aber... Lasst mich das mitnehmen. Ja, wir sind eh schon Level aufgestiegen. Ist hier sonst noch was? Ich hätte gedacht, hier ist auch noch irgendwo mal ein... Wie lange geht jetzt die Aufnahme? Wir sind jetzt bei 28 Minuten. Ja, wir können ja jetzt noch mal kurz so ein bisschen zeigen, wie das da mit dem Leveln und Skillen aussieht. Ja, genau, dann warten wir hier quasi. Also hier, wir haben jetzt da drei Skillpunkte bekommen. Da wir ein Zwerg sind und eigentlich eher im Nahkampf, würde ich jetzt mal sagen, gehen wir ein bisschen mehr auf Stärke und Ausdauer. Ja, Stärke und Ausdauer. Also Stärke ist Nahkampf, Geschicklichkeit Fernkampf, sieht man schön an diesem Pfeil. Ausdauer ist Leben, Wille ist da Magie. Genau. Und ja, hier unten sieht man dann nochmal Nahkampf, Distanz und Rüstung. So nochmal die Werte ein bisschen genauer. Genau. Dann haben wir hier noch Skills, die wir einsetzen können. Ja genau, und das sollten wir mal schauen. Was am besten für die Gruppe irgendwie ist. Also ich könnte quasi mehr auf Fernkampf gehen oder mehr auf Nahkampf. Oder auf Schleichen oder sonst was. Also ich glaube, ich nehme jetzt da mal diesen Ruf, der uns allen Gesundheit und Damage erhöht. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll dann. Kann ich dann hier einsetzen? Seht ihr mal. Besser, wenn dir dein Leben lieb ist. Schön. Jetzt können wir noch ein bisschen Rüstung anziehen. Hier haben wir schon den ersten Helm. Ja, ich nehme jetzt erstmal so eine Bogenfertigkeit. Warum nicht? Was soll der Geiz?
Wie gesagt, also ich möchte hier jetzt dann eher mit Einhand und Schild kämpfen. Da kann ich so ein bisschen tanken. Genau, mit Steuerung kann man blocken. Ach, cool. Na gut. Ich habe jetzt meinen Stab verstärkt. Gut. Obwohl ich aber sagen wollte, bei der Elbin ist es eigentlich am sinnvollsten, wenn du am Anfang diesen Schild skillst. Ja, ändert aber trotzdem nichts daran, dass ich mich auch verteidigen muss. Sonst sterbe ich. Ja, klar, aber da drin wirst du eben geheilt und bist immun gegen Fernangriffe. Das ist ziemlich stark eigentlich. Das ist der stärkste Skill. Lauf-Zwerg. Warte mal, es hat mir nicht... wir wollten die Aufnahme beenden. Haben. Genau. Vergessen. Sorry. Ja. Ich bin der Einzige, der hier den Überblick hat. Seien wir mal ehrlich. Ja. Ja, gut, dann... verabschieden wir uns hier. Das ist ein kleiner Auftakt. Ja, kleiner Auftakt. Ein Haufen Erklärungen. Sinnloses Rumgelaufe. Ja, vor allem bei unserem Let's Play. Von Agro-Zwerg. Wieso? Ich habe hier jede Menge coolen Loot bekommen. Ihr seid einfach bloß voreilig irgendwo hingerannt. Du rapazierst hier die Geduld unserer Zuschauer. Nee. Die Leute wollen kein Loot sehen, die wollen Action. Ja, aber ohne Loot kein Action. Das ist ein Kreislauf. Und ein Zwerg mit Schwert, Kulturschock. Ganz ehrlich. Ich hole mir schon auch einen Hammer. Sobald ich einen Hammer habe, hole ich mir einen Hammer. Na gut, okay. Ja, dann soll er... Wer hat denn anmoderiert? Flüginski, bitte moderiert es mal ab hier. Ja, Leute. Wenn ihr auch der Meinung seid, dass Agro-Zwerg seine Kompetenzen bei Weitem überschreitet und euch langweilt, dann hinterlasst doch einfach einen Kommentar und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu. Auf Wiedersehen. Ein uraltes Übel ist aus den Schatten emporgestiegen. Sauron sammelt seine Kräfte, jene, die ihm folgen werden, von seiner Bösartigkeit entfacht. Gen Norden sendet er Agandar, ein grausamer Meister der dunklen Hexenkünste, um alle zu vernichten, die es wagen, sich ihm zu widersetzen. Gegen den aufsteigenden Schatten stellen sich jene, die keinen Ruhm suchen, die nicht nach Macht streben. Jene, die kämpfen, um den Angriff abzuwehren. Um ihr Volk zu beschützen. Ihr Land. Und ganz Mittelerde. Drei helle Flammen der Tapferkeit. Um die Dunkelheit zu besiegen.